Jetzt muss ich von hier. Es geht scheinbar nicht ohne Batterie. Das ist schlecht. Es geht scheinbar nicht ohne Batterie. Ach so. So, jetzt. Alter, was ist das für eine Scheiße? Habe ich jetzt. Wenn ich jetzt runtergefallen bin oder was? Nee, ich hab's noch. Nee, da muss ich noch eine Batterie bauen. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Scheiße, Mann. Was ein Scheiß. Okay, da brauchen wir jetzt Stecker und die Batterie. Batterie haben wir irgendwo. Batterie. Brauchen wir zwei Stecker. Eins, zwei. Und Seile. Da habe ich aber keine mehr. Doch, da waren doch welche noch. Ja. Nee, hab ich verguckt. Da habe ich mich verguckt. Habe ich Ranken? Habe ich. Erlaub, dann bauen wir halt die Batterie. Machen wir da hinten hin. So. Und was kostet mich Upgrade? Da brauche ich nur noch eine Platte und ein Impuls-Dingens-Bummens. Da gucke ich mal. Nope. Also eine Platte. Brauche ich 5 Kupferbarren. Okay, da muss ich jetzt Kupferbarren herstellen. Oje, oje. Habe ich sogar. Eisenbarren waren es, glaube ich, noch. So. Also, einmal das da. Und einmal das da. So. Nein! Ein Gummiring! ein Gummiring. So, also, jetzt muss ich das alles wieder abbauen. So, also einmal von hier nach hier. Dann von hier nach hier und von hier. Ja.
So. Gut, ne? Und jetzt von der Batterie. Hier hin. So, und jetzt von hier nach hier und dann von hier davor. Okay, ich habe so das Gefühl, das Kabel reicht nicht. Das ist das Problem. Das Kabel reicht nicht. Ich glaube das nicht. Das Kabel reicht nicht. Nein. Ich vermute jedenfalls. Stelle ich das Ding mal dahin. Nee, stopp, wo war's? Da. Ah, es fehlt ein verkackter Stecker und Stahlplatte. Nein, nein, nein! Ein Stecker und eine blöde Stahlplatte. Nee. Stahlstange war's. Moment. Ja. Ah, so was Sinnloses. So, dann bauen wir das Ding mal dahin. So, und gehen jetzt von hier. Nein, Kabel. Nach hier. Jetzt von habe ich jetzt kein Kabel mehr. Wo ist das blöde Kabel jetzt? War das hier? Ja. So, ich wollte eigentlich viel, viel mehr bauen. So, was kostet mich das Upgrade jetzt hier? Das war, glaube ich, gar nicht so teuer. Nee, ne? Drei. Elektrische Dinger da. Dito waren's. Oh doch, teuer. Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Da braucht man 15 Kupfer. Nee, das kann ich mir jetzt nicht leisten, oder? So viel Kupfer habe ich nicht mehr. Nee, so viel Kupfer habe ich nicht mehr. Nein. Gut, dann muss es eben so gehen.
So, alles Holz mal raus. So. Doch, da ist noch Kupfer. Aber jetzt gucke ich gerade nochmal nach, nicht, dass ich jetzt die falschen Dinger baue. Stromkreis, ja. 5 Stück. Was? 5? Nein! Nein! Ne, 2. Okay. Dann hätte ich es, glaube ich, doch bauen können. 2 Stück, jetzt brauche ich noch Eisen. Oh, Alter, guck mal die Zeit, wie sie wegläuft. Guck mal die Zeit, wie sie wegläuft. Eisen. Zum Tudum. Eins, zwei. So, und jetzt brauche ich nur noch Stahlstangen, waren's. So. Weil ich will nämlich jetzt den Ballisten sagen, dass die nicht auf den Riesen schießen. Nein, Plastik! Nicht auf den Riesen schießen, sondern auf die anderen Fuzis. So. Oh, scheiße, die Zeit, wie sie rennt. So, F-Steuerung. Nicht auf den Riesen schießen, sondern auf die anderen hier. So, du bist kaputt. Einmal bitte reparieren. So, wie sieht es denn da drüben aus? Alles Paletti. Alles ganz. Und du schießt mir nur auf den Riesen. So. Und dich muss ich jetzt auch noch verknoten. So. Gut, angeschlossen. Und wo ballert jetzt diese Scheißfieder wieder die ganze Zeit rum? Achso, ich muss jetzt noch. Ah, ich muss dann noch reparieren gehen, aufladen gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Eisen raus. Kupfer raus. Kupfer raus. Das brauche ich, die Äste brauche ich. Die Ranken raus, die Seile und Plastik raus. So, zack, 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 zack. Stoff raus. Das ist alles raus. Stoff raus. Das raus. So, das raus. Das, das. Gut, wir brauchen jetzt noch Eisen, Eisen, Eisen. Plastik auch noch raus. Die Nägel brauche ich auch nicht. Wir brauchen jetzt noch die Steine. So. Und noch ein paar Äste. So, jetzt muss ich aber schnell, schnell noch runtergehen und die ganze Scheiße nachladen, reparieren. Und dann hoffen wir, überleben die Nacht.
So, jetzt noch schnell rein. Ah, sie sagt, genau deswegen dreschen die mir hier die Wand zusammen, weil die da hängen bleiben. Dann haben sie Wut und kloppen den ganzen Klump dazu brei. So, wie sieht's denn hier aus? Reparieren. 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 Scheiße. Reparieren. Laden. Laden, reparieren. Reparieren. Reparieren und laden. So, wie sieht's denn da aus? Okay, die Ballisten schießen. Da kommt auch schon der erste Zombie. Ah, jetzt bin ich selbst mal aus der Kasse gelaufen. Okay, es kommt scheinbar schon mal heftig, ne? Die müssten eigentlich geladen sein. Ich glaube, ich habe die geladen. Ja. Da müsste auch noch was drin sein, ne? So, ab nach 2, also ab Stunde 2 gehe ich hoch. Jetzt da. Auch mit dem Risiko, dass die mir hier unten dann alles zu Klump hauen. Fall, dass die Ballisten jetzt gute Arbeit machen. Leider sehen wir es dann erst beim nächsten Mal, sobald ich draußen aufgebaut habe. Mir war es halt jetzt auf jeden Fall wichtig, in der Nacht 12 hier, dass wir zwei Stromkreise haben. Einen, der die Angreifer und den Pendels abwehrt. Und halt die anderen beiden, die sich um diesen Riesen kümmern. Und wie es aussieht bis jetzt, scheint es ganz gut zu laufen.
Sieht gut aus. Ich würde sagen, da gehen wir mal aufs Dach hoch. Dann ist es so nämlich irgendwie sehr, sehr ruhig. Die alle. Irgendwie. Oh, eben kommen sie. Eben kommen sie. Ich will wissen, wo der Große ist. Da vorne ist er. Warum schießen die Scheißdinger hier nicht? Weil sie ausgeschaltet sind. Das war natürlich jetzt absolut scheiße, ne? Dass ich vergessen habe, die Dinge einzuschalten hier. Das war natürlich absolut kacke. Jetzt zerlegt er mir da vorne halt in aller Seelenruhe meine Pendel. Aber naja. Jetzt sieht man so reinkommen.
Also wenn ich hier drinnen alles quasi abgebaut habe und alles draus, muss ich halt draußen eine Treppe hin tun, dass die Möglichkeit hätten, zu mir hochzukommen. Ne? Den an, wie er hier durchrutscht. Ach so, nee, ich dachte, das wäre ein Halbe. Ich habe gedacht, das wäre so ein Halbling. Ich würde sagen, guck mal, wie er durchrutscht. Au! Also mein Schützdorfer schießt noch, das heißt, der Typ müsste noch leben. Das war's. Ich glaube, das war's. So, wie sind da noch Säcke? Also irgendwas schießt noch, also irgendwas krabbelt oben noch rum. Wir werden sehen. Ist Ruhe. Jetzt ist Ruhe im Kapuff. Ich bin mal gespannt, ob sie hier was zerlegt haben. Nö, sieht gut aus. Noch ein Sack rum irgendwo. Kanickel. Hier scheinen sie wohl was kaputt gemacht zu haben. Ja, oben. Oder? Was haben sie da kaputt gemacht? Ach nee, da haben sie einen Schredder kaputt gemacht.
würde sagen, den bauen wir gleich nochmal auf. Nur zur Sicherheit. Uah, da lebt ja immer noch die Sau. Okay, ich habe nicht genug Mats. Die Sackratte, die hält schon was aus, ne? Meine Fresse, Alter. Aber immerhin, gut standgehalten. Unten drin nichts zerlegt. Das heißt, ich werde, so wie es wohl aussieht, da unten auf jeden Fall, glaube ich, das stehen lassen. Ein bisschen umbauen, aber im Großen und Ganzen lassen. Aber trotzdem immer irgendwie einen Weg nach außen offen halten. Und wenn ich blöd mal nicht vergessen hätte, die Dinge einzuschalten. Aber ich habe mir es jetzt definitiv schlimmer vorgestellt, ne? Ich hätte jetzt echt gedacht, die haben hier alles zerlegt. Würde ich sagen, da haben sie gute Arbeit gemacht. Also nicht nur die Zombies hier, auch meine hier, meine, vor allem die Ballisten, wo ich da hingebaut habe. Dann möchte ich noch so einen Steinwerfer hier bauen, der hier noch so ein bisschen mit reindonnert. Ich würde sagen, nach 12 ist um. Wir haben überlebt. Wände haben sie diesmal keine eingerissen, was ich gut finde. Jo, ein Schredder, aber ein bisschen Verlust ist immer. Oh, ich würde sagen, wir laden gleich nach und reparieren. Ich glaube, ich lasse es nämlich stehen. Nachdem ich gesehen habe, wie die fette Ratte da immer noch lebt. So als letzter Fluchtpunkt, ne, quasi. Ich muss dann mal gucken, dass ich noch einen zweiten Aufgang hin tue mit Tür und so weiter. Dass die einen Weg zu mir haben aufs Dach. Das Ganze von oben genießen kann. Ist ja auch scheiße, ne? Wenn man hier im Raum drin hockt und guckt zu, wie draus alles passiert und mir sitzt hier drinnen. Man will ja auch was sehen. Man will ja auch was sehen. Abgesehen davon, Ziel ist nicht schön aussehen, Ziel ist überleben. So, hier hätte ich gedacht, dass die Fundamente hier mehr abbekommen. Weil die hier nämlich einen echten Englauf haben hier. Aber gut. Also, ich habe mich jetzt entschieden. Durch das, dass wir jetzt die Nacht relativ gut überstanden haben, lasse ich das hier hinten, also hier unten und auch oben. Das mal stehen, dass ich hier immer noch die Möglichkeit habe, mich zu verpissen
und hier noch eine gewisse Sicherheit habe für dann die Reste, die vielleicht noch kommen. Hier, wie gesagt, muss ich dran denken. Auf der anderen Seite, wenn hier einer, zwei Stück fehlen, dann, naja, gut, das könnte schlimmer sein. Hier oben muss ich ausschalten, dass die jetzt nicht ihre Munition verschießen. Mal gucken, hier mal weitgehend wieder aufbauen. Und ich denke, wenn ich hier einen Laufweg habe, dass ich hier von oben reparieren kann, ist es auch alles viel, viel einfacher. Ich muss mir halt, wie gesagt, einen Weg machen. Von oben hier runter. Dass ich hier immer nachladen und reparieren kann. Boom, bang. Wärst du mal draus geblieben, du Arsch. Und hier muss ich mir auch was einfallen lassen. Das gefällt mir nicht hier mit diesem Scheißteil da. Die bleiben hier dran hängen. Und dann sind sie so wütend, dass sie hier die Wand zerdreschen. Was, ja, auf der anderen Seite. Oh, was fehlt denn? Seile. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Folge. Und ich mache jetzt wieder eine schöne Farmtour. Vor allem, ich muss mal Stoff besorgen. Ich muss mal definitiv in verschiedene Hütten rein, dass ich mal Stoff bekomme. Weil, komischerweise, in Staffel 1 habe ich den Stoff als irgendwo hingeschmissen. Und hier ist er irgendwie, keine Ahnung, Mangelwaren. Früher war in fast jedem Zombie-Pack, wo ich aufgelesen habe, Stoff mit drin. Das haben sie scheinbar rausgemacht. Was ich uncool finde. So, habe ich hier noch Seile drin? Dass ich draußen, draußen, ja, drunten. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir beenden die Folge schon, schwitzt zu lang. Sonst muss ich zu viel schneiden. Hat es euch gefallen? Vergesst nicht, Daumen hoch, Abo da und vielleicht ein Kommentar. Vielen Dank, bis dahin, macht's gut, bye bye, ciao, ciao. Vielleicht blende ich die Nacht 13 auch aus. Kommt drauf an, wie ich hinkomme. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall beim nächsten fetten Zimmer wieder gemeinsam da.